Herzlich willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa und bald ist der 1. April. Das bedeutet, es ist erlaubt, Streiche zu spielen. Oh nee, was ist das denn? Lisa, warst du das hier? Das darf doch echt nicht wahr sein. Was ist das denn? Haha, sehr witzig, Lisa. Das hat ja schon richtig gut geklappt, wie ihr mit dem Fleck und auch anderen coolen Streichen eure Familie und auch eure Freunde reinlegen könnt, das zeige ich euch jetzt. Vorher braucht ihr aber noch folgende Materialien. Für den ersten Streich braucht ihr flüssigen Kleber, braune Farbe, einen Becher und ein Stäbchen zum Umrühren, etwas Öl und ein Küchentuch und eine Klarsichtfolie. Für den zweiten Streich braucht ihr eine Klopapierrolle. Für den dritten Streich braucht ihr einen Luftballon, eine Reißzwecke und Klebestreifen. Für den vierten Streich braucht ihr Konfetti und einen Regenschirm. Starten wir mit dem ersten Streich, dem Fleck. Mischt flüssigen Kleber mit brauner Farbe zusammen. Dann nehmt euch eine Klarsichtfolie und reibt sie mit etwas Speiseöl ein. Verteilt den Kleber auf der Folie und wenn ihr wollt, dann könnt ihr den Becher noch dazulegen. Der Fleck muss allerdings 2 Tage trocknen. Legt ihn deswegen an einen sicheren Ort, wo er in Ruhe trocknen kann. Ist der Kleber trocken, dann kannst du ihn ganz einfach abziehen und fertig ist dein falscher Fleck. Ach du meine Güte! Ihh, wer macht denn sowas? Das ist ja ekelhaft! Habt ihr gesehen, wie die sich geekelt hat? Einfach perfekt. Aber keine Angst, das war nichts Ekliges. Den Streich könnt ihr nämlich mit etwas basteln, was ihr schon auf der Toilette finden könnt. Und zwar einer Klopapierrolle. Los geht's! Macht einfach die Klopapierrolle nass. Reißt sie in Stückchen und drückt sie so zusammen, dass sie eine längliche Form annimmt. Du kannst dein Häufchen auch braun anmalen. Dann musst du es vorher nur trocknen lassen. Leg dein Scherzhäufchen einfach auf die Klobrille oder wohin es dir gefällt. Tschüss, Lisa! Ich will mal einkaufen! Den Regenschirm vergessen. Ah! Oh, was war das denn? Luftballon? Lisa, das ist echt nicht mehr witzig. Um den Streich vorzubereiten, müsst ihr nur eine Reißzwecke mit einem Klebeband an der Tür befestigen. Außerdem klebt ihr noch einen Luftballon auf die gegenüberliegende Wand. Nun müsst ihr schauen, ob die Reißzwecke den Luftballon auch treffen würde. Mädchen. Ah! Lisa, jetzt reicht's! Nee. Okay, Konfetti im Regenschirm ist schon fies, aber ich hatte die Idee einfach schon so lange. Lisa, diesmal kommst du nicht ungestraft davon. Das kannst du jetzt alles schön sauber machen. Aber schnell jetzt! Macht es euch auch so viel Spaß, Streiche zu spielen? Ihr solltet nur aufpassen, wen ihr damit reinlegt. Manche Leute verstehen nämlich echt keinen Spaß. Eine genaue Anleitung zu den Streichen findet ihr auch nochmal auf togo.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Togo-Schuh-Kanal. Dann verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinlegen oder eben beim Reingelegt werden. Und ich fege jetzt noch ein bisschen weiter.